Good evening and welcome to this session, roundtable with Thomas Steinfeld to my left, who really needs no introduction, and neither does Manfred Aisha. But let me just simply briefly say that Thomas Steinfeld, as many of you already know, is a director with Adrian Kreier of the Feuilleton page of Süddeutsche Zeitung, and somebody who's also an authority in the work of ECM, and has written a book, a publication called The Blauer Klang, focusing on music, literature, film, sound in the work of ECM. And this evening, what we would like to do is to use the opportunity of the exhibition ECM at Cultural Archaeology to explore not only some of the motivations surrounding the establishment of this still very, you know, radical company, and I think that the term company doesn't really quite do justice to what ECM represents in terms of the cultural landscape it occupies, but also to explore the relationship between ECM and the music it has produced over the last 44 years, and the broader cultural field, more specifically, the connections to visual arts, the connection to the historical ruptures that occurred at the time when it was founded in the 1960s, and the landscape of artistic practice where many new questions were being formulated about aesthetic forms as such. Be that as it may, I think that the exhibition also opens many avenues to understand the intersection of many different moments in the work of ECM, be it in relation to jazz, be it in relation to improvisation, classical music, written and composed contemporary music, but also the relationship of ECM to cinema, the relationship of the music of ECM to performance, especially in the context of contemporary performance, Heiner Goebbels, Meredith Monk, you know, people who work between many different disciplines and so on. The next element of what one should definitely also think about is the transcultural dimension of ECM, the way in which the work of ECM straddles not only genres and disciplines, but also musical cultures that, in a sense, helps deepen the appreciation that one, you know, certainly could have for what Manfred Aisha in the last 44 years has achieved. I think, without going too much further into this, because this is the context in which this discussion will take place, I would like to turn the mic over to Thomas and to basically, you know, to help us make sense of what ECM represents within the broader cultural landscape. ECM, das ist, ECM ist etwas, das mich mein ganzes erwachsenes Leben und einen großen Teil meiner Jugend begleitet hat. Und wenn man das auf einen ganz allgemeinen Nenner bringen möchte, dann würde ich sagen, dass ECM in einem ganz weiten und in einem ganz engen Sinne die Geschichte unseres Hörens ist. Mit oder durch ECM fängt
nicht nur die Musik, sondern auch ein großer Teil der modernen Kunst oder der Kunst, mit der wir gelebt haben und der wir immer noch leben, an, wirklich über alle Grenzen hinauszugehen und sich um Genres und Sparten nicht mehr zu kümmern. ECM ist die Geschichte unseres Hörens, und wenn ich mich daran erinnere, wie das in den späten 60ern oder den 70ern, na, in den späten 60ern war ich noch ein Kind, aber in den 70ern gewesen ist, so fällt mir als erstes ein, dass es auf der einen Seite eine Klassik gab, auf einer anderen Seite einen Jazz, und dann gab es eine Popmusik oder Rockmusik, und ECM war all das, und ECM war noch viel mehr, weil ECM in dem Überschreiten dieser Grenzen oder dieser Sparten auch zugleich verbunden war mit einer ungeheuer emanzipativen Anstrengung. Da, wo ECM war, da wollte man immer hin. So musikalisch wollte man sein und so viel von Musik wollte man verstehen und so gut wollte man das umsetzen können. Über die Aufhebung der Spartengrenzen hinaus, also Klassik, Jazz, Rock und Pop, über die Emanzipation des Hörens hinaus, also das Hören ist eine Bildungsanstrengung gewesen, das ist heute in einem viel geringeren Maße der Fall, ist ECM auch Teil eines Bildungsprogramms gewesen, einer Ausweitung der Perspektiven und eines Lernens, mit einer Anstrengung, bei der es mir sehr schwer fällt zu sagen, heute gibt es noch was Ähnliches. Es gab eine Zeit, da nahm man jede Platte von ECM entgegen wie ein Richtungsschild, wie ein Hinweis darauf, wo es nun hinzugehen hat und was man noch nicht kennt und was man noch kennenlernen muss. Die Zeiten sind heute nicht mehr ganz so, das liegt aber nicht an den Schallplatten von ECM, sondern daran, dass sich unsere Lebensverhältnisse verändert haben. Doch ist meine eigene Erinnerung an ECM sehr stark gebunden an dieses Programm. Und ich finde es höchst erstaunlich, dass es einen Menschen gab, der gewusst hat, das bestimmt nicht, aber der dies 1969 alles geahnt hat, dass das so kommt und dass das so kommen muss. Und das war Manfred Eicher. Hast du es gewusst, Manfred? Nein. Ich wusste sehr wenig. Ich wusste nur, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Und es gab einen gewissen Maßstab, den ich mir selbst irgendwie immer wieder als Kompass und austarierend vorgestellt habe. Das war, ich möchte hinter dem, was ich höre, etwas Persönliches hören. Was eine Aussage, die Person, die spielt oder die etwas sagt, auf irgendeine Art und Weise zum Ausdruck bringt, leise gesagt. Also die letzte Platte, die man, also jetzt nicht historisch die letzte Platte in seinem Lebenslauf die letzte Platte, aber sagen wir musikalisch die letzte Platte, die mein Vater kaufte, war Bitches Brew von Miles Davis. Und die erste Platte, die ich kaufte, als ich wirklich mit dem Plattenkaufen anfing, war Belonging. War kein schlechter Kauf, kein schlechter Einstieg in diese Musik. Aber das eine war der Abschluss, mein Vater hat natürlich Miles Davis gekauft, weil er ihn aus seiner Geschichte her kennt, und Belonging war für mich etwas Neues und für die meisten auch etwas Neues. Da war etwas Neues, was anders war als alles vorher, und zugleich war da eine Kontinuität. Und wenn man in die Ausstellung geht, das sage ich mir jetzt mal auch mit der Adresse an Hauquier Visor. Wenn in die Ausstellung geht, das überwältigendste ästhetische Erlebnis ist die Wand mit den Originalbändern. Weil in der Betrachtung dieser Originalbänder, dieser ganzen Wand, etwas völlig klar wird, was man immer geahnt hat, aber nicht gesehen hat. Und zwar das Maß, in dem es sich bei dieser Musik um Originale handelt, um unersetzliche, einzigartige Originale. Und wenn diese Originale dann ins Leben treten, dann kommt es zu so eigenartigen Effekten, wie zum Beispiel, dass man sagt, okay, Belonging hat man doch mein Leben geändert oder ihm eine Richtung gegeben.
Wenn du diese Wand siehst, Manfred, was ist das für dich? Arbeit? Errungenschaft? Leistung? Oder denkst du als erstes daran, was passiert, wenn man die nicht abrollt, sodass dass das Band miteinander schmilzt? Zuerst habe ich mir gedacht, was kann man mit diesen Bandkartons alles anstellen? Es ist für mich auch zunächst mal ästhetisch frappierend, in einen solchen Raum zu treten und als ersten Blick nichts anderes zu sehen als eine Wand mit Kartons, die aber so geschichtet sind, wenn man näher rankommt, dass man auch Chiffren erkennt, dass man Schriften wieder erkennt oder irgendwelche Wahlverwandtschaften von links nach rechts, von rechts nach links, von oben nach oben, unten. Es ist auch sehr schön, das ist auch eine Art von Montage, eine schöne Montage. Die Kuratoren haben sich hier was einfallen lassen, das ich gar nicht für möglich hielt, dass man eben mit solchen Kartons eine solche Geschichte wieder ins Leben rufen kann. Und ich sage Geschichte, und das ist nicht anmaßend gesagt, weil es viele junge Menschen gibt heute und viele Toningenieure oder viele, die in meinem Beruf arbeiten, die das heute nicht kennen. Heute gibt es Computer, heute gibt es Files, heute gibt es kleine Kärtchen, die beschreiben nicht das, was es auch bedeutet, solche Kartons in der Welt herumzuschleppen. Also ich weiß noch, meine erste Reise nach New York, als ich dann ein angehender Produzent war und ausgestattet mit einer Fahrkarte nach Luxemburg zunächst, von München nach Luxemburg mit dem Zug, dann warten, weil die Air Island, wie immer Verspätung hatte, 8 Stunden warten, dann landen in Reykjavik, wieder warten, aussteigen, ein wunderbares Land sehen, entdecken, was für Moos dort wächst und so weiter. Dann am nächsten Morgen weiter nach New York, verspätet ankommen dort und dann zurück mit all den Kartons. Es waren immer 6 oder 7 oder 8 Kartons, die den gleichen Weg zurücknahmen von New York über Island nach Luxemburg. Und dann musste ich erst bei den Luxemburger Zöllnern erklären, was ich da habe. Und dann ging es weiter nach Deutschland, wieder die gleichen Erklärungen. Es war schon mühsam, aber es gab nichts anderes. Es war schön, auch auf diesen Bändern irgendwie eine wunderbare Musik irgendwo mitzutragen. Das waren im wahrsten Sinne Tonträger. Ich war einer der Träger. Und später bin ich nach Oslo gereist und bin 48 Stunden rauf über Kopenhagen, habe dort immer Pölser mit einer solch fürchterlichen roten Soße dort gegessen, weil ich so hungrig war auf dem Bahnhof. Und zurück auch wieder Pölser. Und nachts kamen manchmal Schäferhunde in den Zug, weil auf dem Weg von Kopenhagen nach Oslo immer irgendwelche Schmuggler waren oder Koks verteilt wurde. Da kamen die Schäferhunde und ich musste die Bänder auf dem Rückweg öffnen. Und die haben da rumgeschnüffelt in den Bändern und ich dachte schon, dass nichts passiert. Und habe den Hunden auch manchmal auf die Schnauze geschlagen, so dass die Bänder zublieben. Und ja, so bin ich zurückgekommen. Und als ich diese Wand wieder sah, kam mir das alles eigentlich wieder sehr genau in Erinnerung. Und ich dachte, es war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Ja, und es entsteht was ganz Merkwürdiges. Also es entsteht diese Ästhetik, diese gewaltige Ästhetik dieser Riesenwand, von der man wirklich sagen kann, das ist ein Œuvre. Und der zweite oder dritte Gedanke, den man hat bei der Betrachtung dieser Wand, ist, was passiert, wenn hier einer ein Band klaut? Darüber haben wir auch gesprochen. Aber die Arbeit, die dahinter steckt, diese Kartons auszutaschen, also die Bänder rauszunehmen und dann wieder nach der Ausstellung rein, da dachten wir, lieber machen wir das mit den Originalen oder mit den Sicherheitskopien, die auch ähnlich wie originale Dokumente sind, und gehen das Risiko ein. Das war kein Problem. Aber das Erste, was Oki und Weser bei seinem Besuch in unserem Büro mich fragte, ist, wo ist euer Warehouse? Und da dachte ich, what the hell is he asking for? So, wir sind in dieses sogenannte Warehouse gegangen und wir sind schon mehrmals umgezogen da draußen in Gräfelfing, wo sich die Füchse gut Nacht sagen. Und da waren unten die Bänder gelagert und Okwe hat sich diese Bänder sehr genau angeschaut. Ich wusste nicht, dass das schon der erste ästhetische Gedanke war, der ihn da umgab. Und mit diesem hat er dann weiter gesponnen und hat das gemacht, was dann zusammen mit Markus Müller, was dann
auf dieser Wand oder an dieser Wand alles aufgestellt ist. Ja, thank you, Manfred and Thomas. I think, Thomas, your anecdotal comment about the relationship between your father and yourself. And belonging. And belonging, of course, you know, between, you know, Bitches Brew, which was 1968, coming out in 69, and belonging, really opens up a very, you know, important question in terms of the, if we use the term archaeology as one way to sort of to understand ECM, the roots of ECM, and what ECM was trying to introduce in relation to this so-called idea of free play, free jazz. And I wonder if you can really talk a little bit about this connection. And maybe Manfred, this will give us an opportunity to delve, you know, more into the philosophy of ECM, but the theoretical possibility of what the idea free represented for the formulation of music that is improvised but not entirely rudderless. When we spoke yesterday, Thomas, you used you know, the notion of what is the term, not disjunction, but arbitrary, as a term that's a kind of a driving impulse, how the arbitrary can be used to formulate something very complex and at the same time very concrete in relation to music that supposedly did not have the constraints of the canonical structure that had been, you know, part of, you know, classical jazz before. Talk a little bit about this idea, the motivations between the arbitrary and free in your understanding of ECM. Also, dazu müsste man vielleicht ein oder zwei Schritte zurückgehen. Es ist ja eigentlich so, also Musik ist eigentlich die unwahrscheinlichste aller Künste. Also man spricht ja sowieso, man schreibt ja sowieso und es ist zwar ein Akt, daraus Literatur zu machen, aber es ist zugleich was Naheliegendes und etwa ähnliche Verhältnisse gelten für die bildende Kunst. Aber Musik, dass man Töne und Geräusche so organisiert, dass Kunstwerke dabei rauskommen, ist eigentlich eine ungeheuer unwahrscheinliche Leistung. Eine ungeheuer unwahrscheinliche Leistung, die wir in ihrer Unwahrscheinlichkeit vielleicht gar nicht wahrnehmen, weil Musik so etwas Gewöhnliches ist und vor allem also für uns durch die technischen Tonträger zu so etwas Gewöhnlichem geworden ist. Und ich glaube eigentlich, dass es in der Entwicklung der Musik, mal ganz abgesehen von allen innermusikalischen Gründen, einen Punkt gibt, an dem es notwendig war, diese Unwahrscheinlichkeit wiederherzustellen. Und diese Unwahrscheinlichkeit wiederherzustellen bestand zu einem großen Teil in der Rückkehr zu freiem Musizieren. Was Musik ja mal war und dann wieder wurde und dann fortlebte. Und für diese Freiheit gibt es nun, sagen wir mal, verschiedene Perspektiven. Es gibt auf der einen Seite eine Perspektive, die aus der Geschichte des Subjekts kommt und sagt, also irgendwie muss es so etwas geben wie eine sich völlig frei ausdrückende Subjektivität. Und das ist dann sehr ästhetisch konnotiert. Und man kann es gleichzeitig politisch und sozial sehen, wie es viele schwarze Musiker gemacht haben, die dann Free Jazz gemacht haben, was dann wiederum auf die anderen Verhältnisse überfärbte. Und ich glaube aber, dass man Freiheit nur bis zu einer gewissen Grenze exerzieren kann. Und diese Grenze besteht darin, dass es sehr schnell oder sehr, dass da latent die Gefahr existiert, dass Freiheit zu einer Notwendigkeit oder gar zu einem Zwang wird. Und ich glaube, dass dieser Augenblick der Freiheit eigentlich nicht besonders lang dauert. Der ist dann da, der ist dann sehr expressiv, der ist dann sehr impulsiv, aber er muss dann wieder irgendwie gefasst werden. Und die Musik, die Manfred dann mit ECM gemacht hat, ist eine freie Musik,
die harmonisch, jetzt in einem sehr weiten Sinne verstanden, wieder gebunden ist. Und das musste dann sein. Und an diesem Punkt sind wir dann ungefähr 69, 70, 71, 72, 73. So, das wäre meine Vorstellung von Freiheit in Verbindung mit ECM. Oh, sorry. Well, Manfred, I turned the mic over to you because the very first record that ECM released was Mal Waldron's Free at Last. And for me, you know, that album, Mal Waldron, who was Billie Holiday's musical director, was living in Munich and had already sort of, you know, in a sense, was the of another generation to the generation of Keith Jarrett and Marion Brown and so on. But what was very interesting for me, you know, picking up on the point that you made, Thomas, about the notion of freedom and subjectivity, the relationship between subjectivity and politics. And here one can talk about a politics of form on the one hand, but also one will talk about a politics of subjectivization, if you will, in relation to all these different constructions. But one of the things that, you know, for me is fundamentally interesting and important, and I don't know if somebody in Germany would have captured what that means. Certainly Manfred did, because he's worked with many, you know, these musicians for a long time. But that the idea of Free at Last and its connection to the American civil rights movement, that in fact it was the coda at the end of Martin Luther King's great speech, the great march on Washington in 1963, where he kind of invoked this old Negro 19th century Negro spiritual about the relationship between freedom and subjectivity, between freedom and subjectivization. But here it is put in the context from Mal Waldron's point of view. He never mentioned, he mentions Martin Luther King, but in a very short note that he wrote on the back of the album was to make the distinction between free playing and, you know, which is not for him disorganized noise, but that music for him, after all, is organized sound. And this is very important. It's a very sophisticated way of really making the link between, you know, the politics of subjectivization out of which the African-American experience and the whole relationship to jazz emerged, and here being distilled in a kind of an avant-garde, you know, way. Can you talk about whether, you know, whether this was what we were trying to capture, the idea of free playing as expressed by Mal Waldron, because already you yourself, Manfred, you are, after all, a musician as well. Um nochmal auf Mal Waldron zurückzukommen, das war die Freiheit, die er meinte, und das war eine in Form gefasste Freiheit mit dieser Trioplatte, wie er sie formulierte. Wollen wir vielleicht noch mal etwas ausholen, was die freie Musik alles bewegt hat. Also wenn wir jetzt in die New Yorker Szene zurückgehen oder zur sogenannten Oktoberrevolution, wo viele Musiker, die eben die Entgrenzung wollten von dem alten Schema in ein anderes, haben sich zusammengetan und haben Musik gemacht auf einer ganz anderen Basis, als es in New York zu dieser Zeit bekannt war. Cecil Taylor war dabei, dann war Mike Mentler auch dabei, der später das Ensemble gründete mit Carla Bley. Dann gab es aus Chicago die ersten, Aufbrüche auch mit ASCM, mit Art Ensemble of Chicago. Und diese Szene hat uns in Europa immer sehr interessiert. Es gab die englischen Musiker, die um Evan Parker, John Stephen, Tony Exley und vielen anderen eine ganz wichtige Musik formulierte, die wieder völlig anders war und auch als einen ganz anderen Impuls. Derek Bailey und auch Dave Holland war in der ersten Zeit noch dabei. Dave Holland und Derek Bailey haben sich
immer melodisch und frei, sozusagen frei im Sinne von jetzt legen wir mal die Struktur beiseite und improvisieren frei miteinander. Gleichzeitig war Dave Holland ein Melodiker, genauso wie Paul Bley, einer der wichtigsten Pianisten in dieser Zeit, sehr oft freie Musik spielte, aber seine Musik auch auf Barrage, zum Beispiel Barrage, eine großartige Platte in dieser Zeit, war immer poetisch und gleichzeitig melodisch. Es war dann auch die FMP in München, die freie Musikproduktion, um Jost Gebers, die in Ende der 60er Jahre eine ganz wichtige, ein wichtiges Forum waren, gegen Festivals, zum etablierten Festival mit Joachim Ernst Behrendt organisierten und Total Music Meeting veranstalten, wo sich alle Musiker aus Europa versammelten, hin und wieder auch Gäste kamen, wie Pharoah Sanders, und dort in diese Musik auch ihre großartige Musik auch dazu beigetragen hat, irgendwie das weiterzuentwickeln. Und dann war ECM und wir haben das dann wieder ein bisschen anders gemacht und jeder hat die Freiheit, die er verstand, auf seine Weise irgendwie versucht zu formulieren. Wir haben von Anfang an vielleicht mehr, Bedeutung darauf gelegt, die Musik, die wir aufnehmen, auch sehr klar zu fokussieren in einem kammermusikalischen Kontext vielleicht zu sehen, auch die Hörerfahrung, von der du auch vorher gesprochen hast, so zu formulieren, dass sie auch vom Klangbild her auch eine Art von neuer Klangsprache vielleicht mitformulierte. Die Leute aus Berlin, Jost Gebers, den ich sehr schätze, die waren mehr darauf bedacht, die Musik live zu präsentieren und haben die Musik auch dokumentarisch verstanden, also was die Aufnahme betrifft, nicht so sehr gearbeitet, wie wir das von Anfang versuchten. Also das mit dem Klang, glaube ich, hat hier eine ganz entscheidende Bedeutung. Denn wenn es um den Begriff der Freiheit geht, dann hat die Freiheit ja sozusagen zwei Richtungen. Man kann sagen, ich befreie mich von etwas und ich befreie mich auf etwas hin. Das mit dem Befreien von, das ist vielleicht bei der freien Musik in Form von Tonalität zu fassen oder von Metrik zu fassen. Aber die Freiheit wohin ist immer die schwierige Frage, also verglichen mit der Freiheit wovon. Und du hast von vornherein, also klangtechnisch mit den Mitteln eines Produzenten, der Musik einen Raum geöffnet, die sie vorher nicht hatte. Das entspricht meiner Hörerfahrung, wenn du sagst, andere sind vielleicht eher an der Live-Erfahrung interessiert gewesen und haben diese Öffnung des Raumes nicht betrieben. Aber bei dir ist von vornherein da die akustische Öffnung des Raumes, die elementar was mit Freiheit zu tun hat. Das ist richtig, und auch mich hat Musik immer interessiert, die auch Wind einbezog, das heißt Luft in die Musik. Das war zum Beispiel Ornette Coleman mit seinem Quartett, mit Charlie Haden, Billy Higgins und Don Cherry. Das war eine ganz wichtige Erfahrung. Plötzlich kam ein Musiker, der nicht nur ganz andere Skalen irgendwie einbezog in seine Musik und ganz anders schrieb als andere, aber auch die Kommunikation unter den Musikern, die Interaktion, die Freigeiste, aber doch nie den Faden verlierende Improvisation, war ganz fantastisch, und dazu hat auch Paul Bley gehört. Und dann kam Albert Ehler zusammen mit Gary Peacock, mit Milford Graves. Das war eine ganz wichtige Erfahrung, als ich dieses Ensemble in Kopenhagen und in Amsterdam hörte. Das war Musik, die sehr gesanglich ausgerichtet war, sehr wohl frei, aber auf eine andere Art und Weise die Schreie zusammenbrachte, mit einer gewissen Obertonfluktuation, die man bei anderen Musik, die vielleicht stumpfer und anders ausgerichtet war, vielleicht auch totalitärer, nicht so empfand. Also ich fand zum Beispiel eben Don Cherry zusammen auch mit Albert Ehler, das war auch eine unglaubliche Hörerfahrung, wie die zusammen Unison Lines spielten und wunderbare Gesanglichkeit mit zwei Leuten entstand, die man sonst von einem Brassensemble nur hörte. Sorry, I have to go back and forth. I just want to really to capture what the two of you have been discussing, because certainly there is a material but also an aesthetic as well as a philosophical difference between the Americans
and the Europeans at this particular time. You mentioned the FMP and the Total Music meeting. What were the channels through which these differences were hashed out? What was at the center of the philosophical and also musical and compositional experience between Europeans, Derek Bailey, Evan Parker, and also obviously the German side. Was Germany part of this discussion, or was it just simply a space of reception of what was going on elsewhere? Certainly FMP, had this kind of, you're laughing, so maybe, so can you talk a little bit about that? What was the German contribution to this in relation to the attempt to define a distinct, marker of European idea of free play? Ich hab jetzt nur gelächelt, weil ich eigentlich denke, das müsste Manfred viel genauer wissen, denn ich bin damals noch zur Schule gegangen. Aber wenn ich etwas Allgemeines darüber sagen wollte, dann so wären das zwei Dinge. Das eine ist, erstaunlich ist, in welchem Maße ECM von vornherein eine internationale Firma war. Und sich ausstrecken konnte, ausdehnen konnte in die Vereinigten Staaten auf der einen Seite und nach Japan auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal eine schwache Erinnerung strapaziere, dann müsste ich sagen, es gab in Deutschland ein sehr, sehr starkes Bedürfnis, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit an eine internationale Moderne anzuschließen. Und nachzuholen, was man versäumt hat, durch das Dritte Reich sowieso, aber auch durch die Restauration, die sich in den 50er Jahren breit gemacht hatte. Und das führte dann zu manchmal zu sehr großartigen Umarmungen, die dann nicht so lange bestanden hatten, aber diese Aufbruchsstimmung, die war ganz intensiv zu spüren. Das stimmt, aber ich wollte ja vielleicht noch mal ganz Bezug nehmen zu Deutschland oder was wir damals in Deutschland vorfanden. Ich wollte auch noch sagen, was du mit der neuen Musik gerade angesprochen hast oder angedeutet hast. Damals gab es auch das Manfred Schof Ensemble, das bei Vergo eine bedeutende Platte aufnahm, und zwar basierend auf Bernd Alois Zimmermanns Soldaten. Das war auch eine ganz wichtige Platte, die damals im europäischen Kontext zu sehen ist. Und Deutschland hat durch die Firma Vergo, die damals nur neue Musik gemacht hat, diese Musik produziert und vorgelegt. Zusammen mit dem Südwestfunk ist das entstanden. Dann gab es dieses Free Jazz Music Meeting in Berlin. Das war ein bedeutender Platz für Leute von allen Richtungen. Die haben sich immer wieder dort getroffen. Insofern hat Deutschland vielleicht da eine Art von Katalysator, nicht allein wegen den Musikern, das war Peter Brötzmann, Gunter Hampel, Manfred Schof und die Leute, die sich dann aus England dazu geschart haben, wie vor allem Evan Parker und Derek Bailey. Deutschland war vielleicht auch insofern das am best ausgestattete Land in Berlin mit den Subventionen, wo solche Dinge immer haben stattfinden können. Und zwar nicht nur während des offiziellen Berliner Jazzfestivals im November, sondern das Jahr über. Aber die Szene, also die musikalischen, die Bedeutung, das möchte ich nicht relativieren, aber es war doch sehr geprägt in diesem Fall von Peter Brötzmann und Peter Kowald. Und die haben Musiker dazu eingeladen. Aber ich glaube, die Bedeutung der ganzen Entwicklung damals war für mich immer nur aus Amerika kommend. Alles, was diese Musiker hatten, für mich persönlich mehr zu sagen, und auch die Musiker aus England und auch dann die Musiker aus Polen wie Thomas Danko, Namislowski, Komeda, die auch dann zusammen mit Polanski immer gearbeitet haben, und auch Messer im Wasser, die erste Musik von ihm mit Band Rosengren, war eine großartige auch
Kontrapunktik zu diesem wunderbaren Film von Polanski. Also in Europa tat sich viel, aber es war für mich undenkbar ohne die amerikanischen Musiker. Ja, die dann ja auch sehr schnell zu dir fanden, ne? Das war 70, ja. 71. Die haben lange überlebt und haben hervorragende Arbeit gemacht, aber es ist eine andere, wir können die beiden, wir können vom Ausgangspunkt sprechen, aber nicht die Entwicklung nicht vergleichen. Es gab auch in Deutschland noch, sollten wir nicht vergessen, die Firma MPS, es gab im Schwarzwald Brunner Schwer, der vor allem auffiel durch die Aufnahme mit Oskar Petersen, Trio, und Joachim Ernst Behrendt hat dort die Musik, die er für gut hielt und richtig hielt für diese Zeit, produziert und vorgelegt. Das war ein reger Austausch von vielen kleinen Inseln, aber ich habe mich eigentlich da ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich wollte nicht wiederholen, was schon da war, sondern mein Vorbild war eher eine ganz seltsame Firma in New York, die hieß ESP. Die haben verrückte Dinge getan. Sie hatten die allerbesten Musiker dort versammelt, aber sie wussten nicht so genau, wie sie das alles aufnehmen sollen. Und leider sind die Platten heute Dokumente, aber nicht so mit großem Genuss hörbar. Weil das Klangbild eng ist und geschlossen. Weiß ich nicht, weil das Klangbild einfach so ist, wie es ist. Ja, I still want to, you know, dig into a little bit more into the Berlin scene. Perhaps to explore the differences between the ethos of FMP and the philosophy of ECM that you established. That if we take, for example, that the moment during which FMP was founded and ECM was also a moment that coincided with a rethinking of many artistic structures in contemporary art, in choreography, in performance, and so on. And at the same time, from the point of view of theory, post-structuralism, and the attempt to really deconstruct the master text. And it seems that FMP, really embraced this aspect of really deconstruction or destructuring of form in a very, very complete and total sense. And you yourself, Manfred, said that the FMP may have had a kind of socialistic strain to its construction of the idea of the collective, because it was premised on the notion of the collective, and at the same time was very much opposed to aesthetics or anything that kind of seemed too formally aesthetic or beautiful. Reconcile for us how you could, be in alliance with this, but at the same time go your separate way. I didn't think so much about and compare. I just followed actually what I thought I would like to do. And the difference is that, not the difference aesthetically, not socialistically, not musically, the basic difference. Sorry. I'm sorry, actually, nein, die essentielle Herangehensweise war auch anders. FMP war doch am Anfang zwar wenig, aber dann doch mehr und mehr subventioniert und hat auch irgendwie eine Plattform gehabt, die irgendwo vom Senat damals unterstützt war, auf eine bescheidene Art und Weise, aber immerhin. Wir haben unsere Arbeit selbst finanziert. Ich habe nie nach Subventionen Ausschau gehalten und es gab auch keine. Wir haben unsere Musik mit dem Geld gemacht, das uns zur Verfügung stand, und immer wenn eine Platte gemacht war und wir einen kleinen Erfolg mit dieser Musik hatten, indem wir sie auch verkaufen konnten, haben wir eine weitere Platte geplant. Und das waren kleine Schritte, aber ich habe mich dann schon sehr schnell irgendwo meinen amerikanischen Freunden, die ich auch aus meiner Zeit als Musiker selbst schon lange kannte, in New York und auch in Stuttgart, wo sie in den Patch Barracks ihren Dienst versahen. Das war Robin Kenyatta, das war Fred Braceful, das waren viele gute Musiker, Jim Knapp, die dort mich einluden, mit ihnen zu spielen. Und
durch die habe ich immer wieder die neuesten amerikanischen Platten hören können. Und das war eine große Inspirationsquelle für mich, mit diesen Musikern eigentlich den Aufbruch zu wagen in München. Der hätte auch in Bösenreuthin oder in Grastrop-Rauschel sein können. Wäre nicht in München das wunderbare Geschäft bei Elektro-Ecker gewesen mit Jazz bei Post. Die hatten schon einen Vertrieb vorgelegt mit Manfred Schäffner und dann Karl Ecker, der mir das erste Geld für diese Platten lieh. War natürlich sehr wichtig, dass wir hier in München etwas begonnen haben. Aber wir waren immer in Pasing oder in Gräfelfing, wir waren eigentlich nie im Zentrum und haben immer von der Peripherie aus versucht, das zu machen, was wir heute immer noch von dort aus tun. So, Okwi Enwisa sprach eben von dieser ästhetischen Energie, die in dem Projekt des Free steckt und die dann hinausführt aus dem eigentlich Musikalischen in ganz viele andere Tätigkeitsbereiche der Kunst, also in den Tanz oder in die Performance oder weiß der Teufel wohin. Ich hatte immer den Eindruck, dass an dieser Stelle, also wo Free hinausgeht und die Grenzen und die Sparten hinter sich lässt, weil ECM ein ganz anderes Konzept steht, das im Prinzip verwandt ist, aber dann doch was ganz woanders hinführt. Und das ist bei ECM immer die Idee der Landschaft gewesen, dass Musik Landschaften öffnet, dass sie an einen Raum gebunden ist und dass man diese Landschaften durchwandern kann. Soundscapes, ja. Ja, oder die Horizontale verbunden mit der Vertikalen. Ja. Weil das finde ich ganz wichtig, dass man die Dinge entgrenzt. Das war für mich eine ganz wichtige Idee. Und ich wollte vielleicht noch sagen, dass ich, bevor ich bei ECM gearbeitet habe, natürlich eine Ausbildung als Musiker durchmachte und dann vor der Ausbildung als Musiker oder während dieser Zeit auch reiste nach Albanien damals schon, nach Ghana und nach China und habe Erfahrung gesammelt in einem ganz transkulturellen Kontext. Das waren solche erste Spuren, die großen Eindruck hinterlassen haben für mich, immer zu den Menschen zu reisen, wo die Musik entsteht und nicht irgendwie aus einem Sessel aus München irgendwie zu denken, dass die Musiker zu mir kommen müssten und wir dann. Wir haben auch am Anfang in München nie Aufnahmen gemacht. Wir haben immer Reisen angetreten zu den Orten. Das waren oft utopische Projekte. Wir wussten nicht so genau, was daraus wird. Wir sind gereist und haben uns an einem Ort versammelt, entweder in New York, entweder in Oslo oder auch in Albanien und haben Musik aufgenommen. In Albanien habe ich Musik mit Hirten aufgenommen. Ein Hirte hat mir eines Tages eine Kassette vorgespielt von Valentin Silvestrov, ein wunderbarer Komponist in der Ukraine, der viel mit Parancianov, mit dem großartigen Filmemacher, zusammengearbeitet hat. Ich habe zum ersten Mal Musik von Silvestrov von einem Hirten gehört, im Kopfhörer in den albanischen Bergen zum Beispiel. Da gab es auch wunderbare Chöre, die haben prägend nachgewirkt, die bulgarischen Chöre, die albanischen Chöre. Die wurden von einem Weinhändler dann aus der Schweiz, der sein ganzes Geld investierte, diese Chöre aufzunehmen und die zu einem Riesenerfolg wurden. Mein Kollege Hurwitz, Bob Hurwitz, der viele Jahre bei ECM gearbeitet hat in New York, hat später ganz stolz darauf hingewiesen, dass er diese Platte mal bei ECM gesehen hat mit den bulgarischen Chören und sie dann in New York zu einem großen Erfolg führte. Das war auch schön. Das waren so die Nachbrennkraft von irgendwelchen Eindrücken, die der eine oder andere bei uns im Büro in Pasing erfuhr mit der Musik. Well, I think maybe we can try to link this up to the music itself, because there are obviously the idea of opening borders for in ECM's work had a pivotal time in 1984 with the recording and release of Avo Pärt's Tabula Rasa. For me, what is very striking last week when you did your listening session, Manfred, that for me was completely, really amazingly informative, was the way that you threaded the link between Steve Reich's Music for 18 Musicians, which still is a record that is incredibly resonant, so fresh, so fantastic, and, you know, Frater's, you know, by Avo Pärt,
with Gidon Kremer playing violin and Keith Jarrett playing piano. This, for me, it really represents in these two compact, records, is a kind of an amazing cosmology of musical exploration that is so dense, so amazing, that really expresses the transcultural, the composed, the new, the avant-garde, all in these two tracks. Talk a little bit about this link between this, the pre-new series represented by Music for 18 Musicians and the new series that was really introduced with such an amazing band with Avopad. And maybe, to also talk about the fact that the consequences of that in terms of Steve Reich no longer recording with ECM. Yes. Das waren, ich würde sagen, Meredith Monk, Dolmen Music. Und Steve Reichs Music for 18 sind Vorläufer zu dem, was wir heute als neue Serie bezeichnen. Und ich finde, diese Musiken haben auch eine Verwandtschaft miteinander. Natürlich Meredith und Steve Reich, die kennen sich noch, da gab es noch viel Glas, dann war La Montaigne, hin und wieder kam Feldmann von der Westküste nach New York und die haben sich immer wieder getroffen. Und ich habe einmal dieses Ensemble von Meredith Monk gehört und gesehen und das hat mich sehr beeindruckt und das war das erste Dokument, wo ich das Gefühl habe, da ist mehr notierte Musik im Spiel als in den früheren Veranstaltungen, die wir produziert haben, wo eher improvisiert wurde oder wo die Basis Jazz ist. Dann kam Steve Reich, der mich sehr beeindruckt hat, auch mit Drumming und anderen Stücken, die ich in New York hörte und eben dieses für mich schon ein Klassiker gewordene Stück Music for 18 für die Minimal Musik ist ganz bedeutend und ist auch für Arvo Pärt wichtig gewesen, wie ich später erfahren habe. Ich habe, als ich diese Musik montiert habe, natürlich auch gewusst, dass es da einen Kontext gibt zwischen Arvo und Steve Reich. Aber da gehört noch eine Einspielung dazu, bevor es zu dieser wunderbaren Aufnahme mit Fratres kam. Das war eine Aufnahme mit Keith Jarrett, der Gurdjieff einspielte. Und ich habe Keith Jarrett in New York, in New Jersey immer wieder besucht und wir sind auch oft auf eine Gurdjieff-Farm gefahren, außerhalb von Oxford, New Jersey, wo er wohnt, und haben Erbsen gezählt, eine Erbse in deinen Korb. Es waren so eine Art Disziplinierungsübungen, die wir da an einem Samstag oder Sonntagnachmittag machten, um dann an diesem Service teilnehmen zu können, wo ein Harmonium Gurdjieffs Musik gespielt hat, beziehungsweise ein Meister, der von Gurdjieff noch gelernt hat, uns diese Musik vorgespielt hat. Keith Jarrett war von dieser Musik sehr fasziniert und es war auch eine Art Demutsübung und hat auch diese Gurdjieff-Musik eingespielt, Hymns, nicht Hymnsphäre, aber ich weiß nicht mehr, aber irgendwas mit Hymnen. Und als ich Arvo traf und wir überlegten, mit wem wir diese Fratres-Komposition aufnehmen sollten. Ich habe sie schon von Gidon Kremer gehört, mit seiner Frau Elena und dann später mit Meisenberg. Aber irgendwo war das nicht so die elektrifizierte, funkensprühende Fassung, die ich mir vorstellen konnte. Dann dachte ich, Kies wäre eigentlich der Richtige, der durch diese Musik mit Gurdjieff eigentlich diese Pulsation versteht, diese Einfachheit im Komplizierten, diese Gesanglichkeit in der Akkordik, in der gregorianischen Auswahl der Akkordik. Also das war eine ganz besondere Idee und Arvo Pärt war damit einverstanden, er kannte Keith Jarrett von dieser wunderbaren Aufnahme Bremen-Lausanne, hat nicht mehr gehört, aber die hat ihm gereicht und dann sind wir ins Studio gegangen und haben die Aufnahme in Basel produziert. Wir waren zum ersten Mal in diesem Studio, es war ein Rundfunkstudio und Gidon Kremer und Keith Jarrett haben nur voneinander gehört, aber nie vorher hat auch nur eine Note gespielt. Wir sind ins Studio gegangen, haben die Aufnahme in einer Nacht gemacht und fertig war das Band am nächsten Morgen
Und das ist eine ganz solitäre Aufnahme geworden, die man so auch gar nicht mehr wiederholen kann. Und als ich das wieder hörte, jetzt in der Verbindung mit Steve Reich, dann dachte ich, ja, das ist auch ganz schön zu sehen, die Aufnahmen, die Ausstellung geht von Anfang bis zum Beginn von Tabula Rasa bis 1984. Das ist ein sehr schöner Abschnitt gewesen und ich wollte das in der Listening Session nochmal einleitend mit Heiner Müllers Mann im Fahrstuhl und mit dieser schönen Komposition von Heiner Köppels verbinden, sodass man eigentlich mit der Sprache anfährt, mit dem Text so ein bisschen nachdenken über diese Zeit und dann nochmal diesen Prolog zur neuen Serie damit manifestieren. Ich hatte eben diese Idee mit der völligen Unwahrscheinlichkeit von Musik und dass die freie Periode oder das Free, der Free, irgendwie auch eine Läuterungszeit war, also dass man dahin durchgehen musste, um das Unwahrscheinliche an der Musik überhaupt wieder wahrzunehmen. Dieses Unwahrscheinliche hat, glaube ich, zwei Konsequenzen, wenn man das so pauschal sagen kann. Das eine ist die Landschaft, von der wir eben schon gesprochen haben. Das andere ist aber ein gewisser Reduktionismus, dass man sich beschränkt auf, ja manchmal auch beschränkt auf das Allerelementarste, nämlich darauf, was ein Ton ist oder was ein Geräusch ist, also was ja für Heiner Goebbels eine riesengroße Rolle spielt und der ja die unglaublichsten Kombinationen einfach von Tönen und Geräuschen produzieren kann, bei dem man nicht mehr ganz sicher ist, ist das noch Musik, aber es ist was ganz Einzigartiges und Künstlerisches. Was aber auf der anderen Seite bedeutet, es ist ein gewisses Maß von Sparsamkeit, das bestimmt nicht alle, aber sehr viele Produktionen von ECM auszeichnet. Von Julia Hülsmann gab es vor kurzem, das ist eine Pianistin, eine Berliner Pianistin, die jetzt, glaube ich, 3 Platten gemacht hat mit ECM, gab es vor kurzem ein Interview im Deutschlandfunk. Da trug sie in einem etwas seltsamen Ton vor, dass Manfred Eicher ihr jede zweite Note raubt. Raubt? Is that true, Manfred? Thomas hat den Satz noch nicht zu Ende geführt. Also was heißt, ich habe den Satz nicht zu Ende geführt. Ich denke, du wirst schon wissen, was du tust und warum du das tust. Also als Räuber habe ich mich nicht empfunden. Und ich wollte nur sagen, für mich ist es sehr wichtig, was vor dem Mikrofon passiert, in der Tat. Weil Aufnahme ist eine sehr delikate Angelegenheit. Also es kommen Menschen zusammen im Studio, ein Musiker, zwei Musiker, viele Musiker, ein Orchester. Und wir wollen Musik machen miteinander. Also es ist sehr wichtig, dass man weiß, warum man überhaupt das macht und dass man auch eine Art von Vorstellung hat. Und es gibt, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass man ins Studio geht und einfach drauf los improvisiert. In diesem Fall war es so, dass die Julia Hülsmann Stücke ins Studio gebracht hat, die sehr schön waren, aber vielleicht manchmal viele Verzierungen und Girlanden noch dabei waren, die möglicherweise zu viel schmückten, was nicht nötig war. Und dann kann man darüber sprechen, ob man einen Triller mal von oben oder von unten phrasiert oder was immer. Das sind so Sachen, die man hin und wieder hinterfragen kann. Ich meinte aber eigentlich noch was anderes. Also diese Reduktion hat ja einen ganz bestimmten Effekt. Es ist also, der hat ja sehr viel, diese Reduktion hat ja was mit Raum zu tun, mit der Öffnung von Landschaft. Und dieses Elementare hat auch zur Folge, dass man, elementar ist zu stark gesagt, diese Reduktion hat zur Folge, dass man der einzelnen Töne wieder gewiss wird in ihrer Qualität als Ton. Was übrigens auch gilt für Avopert. Aber um dort hinzukommen, muss man schon das andere abgelegt haben, beziehungsweise man muss das erstmal die Komplexität gekannt haben und ausgekostet haben, beziehungsweise vielleicht sich daran auch verirrt haben, um dann auf diese Giacomettische Klarheit irgendwie hinzudenken.
Es ist wichtig, zum Beispiel bei Arvo Pärt, dass er diese Phase hatte, wo er dann nur gregorianische Musik hörte, wo auch Benjamin Britten für sich entdeckte und dann sagte so, ich würde jetzt gerne meinen Stil ändern und hat es auch getan. Sehr radikal, aber er ist ein Meister auch der Komplexität. Man hörte seinen früheren Musiken, die vor 77 entstanden sind, an. Aber er hat diesen Stil nicht weitergeführt, was ihm viele Schelte und Mühe in Deutschland vor allem eingetragen hat. We're sort of plugging along, I think. Just simply to maybe, you know, talk a little bit about the not only the soundscape but the landscape of music that ECM and Manfred have produced and recorded. Sticking with Arvo Pärt, that is certainly Arvo Pärt opened up a relationship to the former Soviet Union, just as the Albanian, travels and the African, research and recording travels that you did opened up a path to other kinds of recording. But what we have not talked about is the North, the Nordic and the Scandinavian dimension to, to ECM, which oftentimes can be underplayed, but it's really quite a significant and important, part of ECM's work, not only in terms of the musicians that you recorded there, but also the way in which you the Scandinavian was a meeting point, so to speak, of musical cultures with the Americans and Europeans, Keith Jarrett certainly with Jan Gabarek, Don Cherry in Sweden, and George Russell in Stockholm, and so on. Talk about the role that this, the Scandinavian or the Nordic played in your attempt to sort of to expand the European landscape, so to speak. And what are the reverberations today, or has that ceased the connection to the Nordic? To me, it was very important to record in the North. Ich bin schon als sehr junger Mensch immer wieder mit dem Zug nach Kopenhagen gefahren, lange bevor es irgendwie ECM gab. Und ich kam aber nie weiter als Kopenhagen. Und als ich Jan Gabarek kennengelernt habe in 1968 in Bologna, haben wir eigentlich entschieden, dass wir eines Tages zusammenarbeiten wollen. Damals war er mit einer Gruppe um George Russell herum in Bologna und hat ein sehr, sehr starkes Konzert gespielt mit Terry Rybdahl und Arild Andersen und Jon Christensen in der Gruppe. Als ich nach Oslo kam, habe ich mich sehr wohl gefühlt bei dieser Aufnahme mit Afrik Pepper, Jan Gabarek, du hast gerade vorhin diese Aufnahmen angesprochen, war es für mich ein Zeichen, dass ich dort immer wieder hingehen möchte. Und ich habe dann Musiker eingeladen, Paul Bley, Chick Corea und Keith Jarrett am selben Klavier zu spielen mit dem jungen Ingenieur Jan Erik Kongsak, damals zusammenarbeiten, war eine sehr feine Sache, weil er auch ein Anfänger war wie ich und wir haben uns der Musik anders genähert, auch vom Klangbild her, als das sonst vielleicht üblich war. Wir haben sehr viel Zeit aufgewendet, über Mikrofone nachzudenken, über Raum und über Stimmung des Klaviers und so weiter. Und ich habe mich sehr gut gefühlt und mich angefreundet mit norwegischen und schwedischen Musikern und bin dann immer wieder in den Norden gefahren. Übrigens gab es damals schon ganz hervorragende Musiker. Karin Grob war eine Sängerin, die eine Bedeutung schon hatte. Dann die schwedische Szene in Kopenhagen, in Stockholm mit Bent Rosengren und dann E. Terlin und dann Joel Fran Brodelbrock, ein wunderbarer Pianist aus Belgien, der dort lebte. Und Roman Dülak, ein Bassist, der aus Polen umgesiedelt war nach Stockholm. Stockholm war ein großes, wichtiges Zentrum für die Musik. Bill Evans, Ornette Coleman, alle haben dort gespielt in Golden Circle und haben eigentlich einen prägenden Einfluss auf die europäische Szene
hinterlassen. Das gleiche gilt aber in einem sehr konventionelleren Sinn in Kopenhagen, auch im Montmartre damals wichtige Musik war. Da kamen die Gäste Dexter Gordon und dann später die freien Musiker dazu, dann wird das ein bisschen aufgefächert. Aber das waren doch ganz andere musikalische Ausrichtungen in Kopenhagen oder in Oslo und in Stockholm. Das waren ganz verschiedene Wege, die man dort beschritt. Aber wenn, das ist ja dann zu dieser Zeit gewiss auch so gewesen, dass Kopenhagen und Stockholm, ja, das waren ja Orte der amerikanischen Musik. Es lebten ja viele Amerikaner dort. Es leicht war, dort zu leben, auch leicht zu arbeiten. Sie haben sich wohlgefühlt dort, ja, weil sie angenommen wurden. Und weil der Jazz in diesen Gesellschaften eine ganz andere Rolle spielt als hierzulande. Ganz anders. Und die Leute waren viel mehr, also die waren offener und auch das kammermusikalische Element war ganz anders ausgeprägt als zum Beispiel in der mitteleuropäischen Szene. Also zum Beispiel Bill Evans in Stockholm, das ist ein solcher Fall. Sehr wichtig gewesen, ohne. Und noch etwas ist da gewesen über das kammermusikalische Element hinaus, und zwar eine enge Bindung an die eigene Volksmusik. Sicher. Von vornherein. Jan Johansson zum Beispiel und diese Monika Zetterlund, ja, natürlich. Okay, well, there are really so many things that we can explore in this conversation, and we are running quite short of time, and I think that maybe to help us go further in the discussion, maybe this is a good time to open up the floor for comments, maybe some questions from the audience. This hopefully can help us get into the mix aspects of the discussion that we may not have touched on. As you can very well imagine, ECM's platform is very, very broad, is very complex, is intermingled with so many different things. Most importantly, the rigor of the compositional and the elements and the recordings that Manfred has realized over many years, and which many of you would have had the opportunity to have heard in the series of concerts that we've produced, which have contributed to really deepening the relationship that we have to ECM's music, but also, in a sense, blowing apart some of the assumptions that have accrued around the sound of ECM and this multiplicity of positions also be experienced in the exhibition. And I urge many of you, if you have not seen it, please, take some time to see the exhibition. If you've seen it once, see it twice. It takes quite some time. And as I always say, take your time when you go to the exhibition. So anyway, if there are any comments or questions directed to Manfred and to Thomas, please feel free. And of course, I can always take a question as myself. Over there. Up. Hello. Thank you very much for this acoustic nourishment. Musik ist ein Transporter von Emotionen, das ist ganz klar, und auch irgendwo in der Hinsicht ein Instrument der Kommunion. Und wenn Sie jetzt 1969 mit Ihrer Arbeit angefangen haben als Label und 1989 der Kalte Krieg zu Ende war und man in München ja schon recht nah am Eisernen Vorhang ist, also meine Eltern waren auf eben der anderen Seite dieses Eisernen Vorhangs. Und ich weiß, dass Schallplatten, also es gab ja einen ganzen Schwarzmarkt auf dieser anderen Seite. Es war unglaublich wertvoll, dieses Material in dieser Form so zu bekommen. Ja, also nicht Nuclear Threats, sondern Töne, also Harmonien sozusagen. Hat man sich in dieser Tätigkeit irgendwo als Diplomat einer kommenden globalen Gesellschaft schon gesehen, oder ist man da auch mal auf die andere Seite des Eisernen Vorhangs gereist, oder war man sich dessen bewusst? Oder ja, wie haben Sie diese Zeit empfunden und wie haben Sie diese Nachbarschaft gefunden,
wissend, dass ihre Arbeit einen ganz wesentlichen Teil, ich würde fast sagen, zur Emanzipation beigetragen hat auf der etwas graueren Seite? Es war mir sehr wichtig, immer wieder nach Polen zu reisen. Ich bin jedes Jahr zum Jazz Jamboree gereist im November. Das war sehr spannend, weil das Warschau war ein Ort, wo alle interessierten Musiker und Liebhaber dieser Musik im Palais de Congrès kamen und Musik zusammen gehört haben. Das war eine wunderbare Erfahrung. Dann bin ich später auch nach Łódź gefahren und im Ostblock eigentlich immer wieder gereist und habe schon diese Zustimmung erfahren. Einmal haben wir zusammen mit Dieter Rehm, das ist ein Grafiker gewesen, der mit ECM lange gearbeitet hat, ein Grafiker nicht nur gewesen, sondern ist immer noch da, der hat eine Ausstellung zusammen mit mir konzipiert, auch in Warschau. Und wir hatten die Foyers in diesem Kongresspalast in den 80er Jahren behängt mit unseren Covern und Postern und so weiter. Das war eine wahnsinnig gute Stimmung. Und schon in der Pause gab es diese Poster und diese Cover nicht mehr an den Wänden, sondern die Leute haben sie von den Wänden genommen und irgendwie als kleine Trophäen mit nach Hause genommen. Und ich fand es immer sehr schön, in den Osten zu reisen und zu sehen, was die Musik für diese Menschen bedeutet hat. Und das war eine ganz wichtige Sache. Aber ich habe mich jetzt nicht als Diplomat gefühlt, sondern einfach als Musiker, der mit anderen Musikern Schulter an Schulter arbeitet, spielt und nachdenkt, wie man auch diese slawische Musik über die Grenzen bringen kann. Und wann immer ich in Berlin war, bin ich nach Ostberlin gegangen, über die Friedrichstraße und auch weiter. Ich war in Dresden, habe einmal mit Leo Reitz dort gespielt. Das war aber noch, glaube ich, Mitte der 60er Jahre. Es war erstaunlich, was diese Musik auch dort bewirkt hat. Hat sich denn mit der Wende, wie hat sich die Arbeit dann geändert? Hat sich da maßgeblich was verändert innerhalb des Labels? Für mich nicht, denn für mich gab es eigentlich keine Grenzen. Also ich konnte dorthin reisen, wo ich hinreisen wollte, auch schon in der Zeit der Sowjetunion. Aber ich war auch in Armenien, ich war in Georgien und ich war auch in Ukraine. Also es war für mich eigentlich kein Problem zu reisen. But certainly, Manfred, that freedom and no borders for you must have suddenly felt like a privilege. The privilege, ich war privilegiert, unabhängig von allen möglichen Erwägungen, Musik gestalten zu können, wie ich mir das vorstelle. Das ist ein großes Glück und ich bin sehr dankbar für dieses Glück. Und ich mache nichts anderes als das und das ist die treibende, wie soll ich sagen, der Impuls, der mich treibt, das zu machen, was ich mache. Ich hätte gern noch ein bisschen was gehört über die Beziehungen zwischen der Musik, ihrem Label und Filmmusik oder Film generell, inwieweit auch die Musik ihres Labels die Ästhetik von Film beeinflusst hat. Ob das immer noch so ist, ob es auch derzeit Projekte gibt. Das war im Vorspann so erwähnt, aber bisher haben wir nicht so arg viel darüber gehört. Das würde mich interessieren. Danke. Am Sonntag habe ich nach langen Jahren wieder zum ersten Mal Mouchette gesehen, der wunderbare Film von Bresson. Und ich habe auch einen Vorfilm gesehen, den Theodor Kratula gemacht hat mit Martin Ripkens und Stempel. Das ist der Film, der auch hier in der Ausstellung zu sehen ist, also der Regisseur mit dem ersten Film, der nach dem Eingang zu sehen ist. Und da sagte Bresson, Musik ist Verwandlung für ihn. Und es ist eben nicht Kontrapunkt oder vor allem soll es nicht Illustration sein, sondern Musik ist eine ganz wichtige Stimme. Godard hat mir immer gesagt, in seinen Filmen ist die Musik ein melancholischer Kommentar zu dem, was er in seinen Geschichten erzählen will oder durch seine Schnittfolge, die sehr
rigoros sein kann, ausdrucken möchte. Für mich ist Musik, die in Filmen oder für Filme gestaltet ist, eine ganz wichtige auch Erfahrung zusammen in der Arbeit mit Angelopoulos oder Eleni Kalyndrou habe ich das gelernt, und ich habe auch hin und wieder beim Schnitt zusehen dürfen, als Ingmar Bergman arbeitet, der ja mit ganz wenig Musik auskam, aber wenn immer die Musik aus einem Hubschrauberblatt zum Beispiel sich löste, wie in einem Spiegel, die Bach-Suite, ein langsamer Satz aus einer Bach-Suite, dann hat das auch mit einer großen Vorstellungskraft zu tun, was Musik im richtigen Moment eingesetzt mit einer künstlerischen Arbeit anstellen kann. Also ich finde, Musik im Film ist eine Kunst für sich, und man muss sehr vorsichtig damit umgehen, damit die Dinge sich so verweben, dass sie ineinander aufgehen. Ich hätte eine Frage zu der Covergestaltung bei den Schallplatten und wie das zu der Zusammenarbeit mit der Grafik herangekommen ist, weil ich habe das damals als extrem prägend empfunden, die ECM-Grafik und Ästhetik eben auch in der Schallplattenkonzeption und der Vielfältigkeit der Erscheinung, die es da gegeben hat. Wie sind Sie da zueinander gekommen oder wie hat sich die Zusammenarbeit ausgewirkt? Sprechen Sie von der ersten Zeit, die allerersten Cover? Ich meine die Frau Woyrich. Frau Woyrich. Genau, diese ja. Also Schallplattenästhetik gewissermaßen der Zeit. Also Barbara Woyrich war verheiratet längere Zeit mit einem Burkhard Woyrich, der auch ein sehr guter Künstler war. Der ist leider schon vor 20 Jahren gestorben. Das waren Freunde aus Stuttgart, bevor wir überhaupt eine Idee hatten, eine Platte zu produzieren, haben wir uns gekannt. Wir haben uns in Lindau immer wieder getroffen und mir haben seine Arbeiten sehr gut gefallen. Und als wir dann begonnen haben mit ECM, habe ich die gefragt, ob sie mitarbeiten. Und hat sich das so langsam entwickelt. Die ersten beiden Cover, zum Beispiel Free at Last von Mel Waldron oder Just Music, waren noch keine Arbeiten von den beiden, sondern erst bei der dritten, Paul Blay mit Gary Pico und Paul Motion, haben sie angefangen. Und so hat sich das langsam entwickelt. Da war auch keine besondere Vorstellung, sondern wir haben inspiriert von der Musik. Das war sozusagen die Tonspur hat dann auch die Assoziation freigelegt für das, was wir als Hülle sehen wollten. Und so hat sich das langsam entwickelt. Yeah, but Manfred, you shouldn't get off so easy on that, you know, because, you know, we had no concept. You know, one of the important things that Thomas talked about is the kind of the reduction, the austerity with which many of the recordings were done. And here is similar thing can be said for the visual austerity of the record covers, and this does not just happen. Well, es ist so, dass intuitive oder Blickkontakte für mich sehr wichtig sind. Sehr intuitiv entsteht sehr vieles, und natürlich hat hier Cy Twombly und Tapies haben uns zugewinkt, und diese beiden, Burkhardt und Ding, die waren obsessed, kann man sagen, auch am Anfang. Wir haben auch Reisen gemacht zu Tapies und Twombly. Das war schon eine wichtige Leitstelle für uns. Aber trotzdem wurden die Sachen natürlich, die kann man nicht einfach übernehmen. Man muss eigene Wege gehen, gerade weil die Musiken immer die Vorgaben sind. So ist es natürlich auch für den Klang. Wenn man von einem gewissen Klang von ECM spricht, spricht man oft, ohne es genau zu ahnen, eigentlich vom Programm, weil das Programm ist ja die Vorgabe für den Klang. Der Klang ist immer erst entstanden, dann, wenn die Musik vor dem Mikrofon sozusagen uns eine Richtung gezeigt hat. Und man darf, also so sehe ich das als Produzent oder Toningenieur, nicht ein Klangkonzept sozusagen subordinieren,
über das oder auf etwas aufoktroyieren, was schon als Musik da ist, sondern man muss aus der Musik heraus die Gegebenheiten und die Nuancen des Anschlags oder der Tongebung bei einer Geige oder die Klangfarbe eines Orchesters immer wieder aufs Neue definieren und so, wie die Vorgabe ist, übernehmen und daraus eine Architektur des Klangs zu gestalten. Und so ist es auch mit den Augenkontakten, mit den Hüllen. All diese Dinge dürfen nicht in eine Routine verfallen, sonst wird das schwächer. Und diese Phasen gab es bei uns sicherlich auch. Und deshalb muss man mal auf der Hut sein, dass man darf nicht glauben, dass man zu viel schon kennt und zu viel schon weiß. Man muss immer wieder neu mit einem, mit einer Geste des Entdeckens immer wieder neu beginnen im Studio und auch dann hinterher bei der Schallplattenhülle. Ja, aber man muss doch zugeben, dass ein ECM ein ungeheuer elastisches Gebilde ist. Also elastisch in dem Sinne, da ist die Musik, aber da ist nicht nur die Musik, sondern die Musik geht auch in den Film hinein und es entstehen Plattencover daraus und diese Plattencover wiederum haben eine gewisse Bildung, eine Entbindung an die bildende Kunst und es gibt eine Literatur, die zur ECM gehört und ein Theater, das zur ECM gehört. Also es gibt eine unglaubliche Elastizität und ja, Proliferation von ECM und manchmal habe ich den Gedanken, dass Reduktion das Mittel ist, das ist sozusagen die Bedingung des Elastischen. Das finde ich eigentlich auch. Es ist vor allem Offenheit, die das Elastische wieder fördert, weil elastisch ist auch die Tundra, auf der man geht. Und von dort aus im hohen Norden Kontakt mit der Landschaft aufzunehmen, mit dem Licht zum Beispiel, das für mich auch sehr prägend ist, ob in der Winternacht oder im Nordlicht. Ich war mit einem griechischen Kameramann am Nordkap und wir haben Nordlicht gefilmt. Das war Yorgos Arvanitis, der zum ersten Mal an der Polargrenze war. Also das war für ihn ein wir waren mit einer 35mm Kamera bei minus 15 Grad. Und haben gefilmt, als plötzlich auch Wölfe kamen. Und die Wölfe kamen ja immer näher und wir wussten jetzt nicht so genau, was machen wir mit denen. Rennen wir davon oder bleiben wir? Die Wölfe blieben stehen und es sind auch eindrückliche Bilder entstanden, auch mit den Wölfen und mit dem Nordlicht. Und ich sage nur, diese Erfahrungen sind irgendwo mal wieder dabei, wenn man Musiken gestaltet, die vielleicht keine großen Vorgaben haben, aber die sich so entwickeln können in einer transkulturellen Besetzung von Musikern. Und das spielt alles irgendwo miteinander eine Rolle. Es macht mir auch unheimlich Spaß, beim Musikhören im Studio auch hin und wieder in einen Text hineinzusehen, statt in die Partitur. Nehme ich mir dann vielleicht ein Buch mit und lese Chabez oder Celan oder ich habe auch neulich Hoffmannsthal sogar gelesen, als ich mit Andra Schiff aufgenommen habe, die Diabelli-Variation in Lugano. Da war eine seltsame Föhnstimmung und ein seltsamer Wind und dann habe ich bei Hoffmannsthal unglaubliche Gedichte gefunden über den Vorfrühling und den Wind. Und statt in die Partitur zu schauen, das wäre die Sicherheitsspur nämlich für Andrasch gewesen, der auswendig gespielt hat, habe ich einfach Gedichte gelesen und habe die Musik viel besser gehört. Sozusagen im Wegsehen habe ich durch das Hören wieder viel ganz andere Klangräume gefunden. Das mache ich oft, indem ich mich sozusagen auf diese Art und Weise assoziativ in ganz andere Felder bewege, um dann wieder im richtigen Moment einzutauchen in das, wofür ich eigentlich gekommen bin, Musik aufzunehmen. Okay, we can take one more question or one more comment. First, I'd like to thank you very much for your 44 years of great works, and also thank you very much for this great exhibition. I'm coming from Japan just for this exhibition, and please allow me to ask a question about specific to Japan. So, from the early stage of ECM, Japanese audience is highly accept ECM music, and maybe we made a high contribution for commercially and also for encouraging to the musician the ECM. But interestingly, there is a
very rare case to appear Japanese musician for ECM. So please share your comment about is there any difficulty or some cultural background why Japanese musician can not to appear for the ECM? I'm very sorry, I did not understand everything acoustically. I don't know. Sorry. Yeah. I'm sorry about my explanation. My question is, at first, ECM covering many aspects of the music from the United States and the European countries, many Japanese musicians are very influenced by ECM music, Japanese musicians not so many contribute to the ECM. There's not many album coming from Japanese musician. So why there is a difficulty to pick up Japanese musician, or how do you think about Japanese jazz music and classical music? Well, let me just simply, make it just acoustically. I think the gist of the question and the comment first is that the ECM's work is generally shaped by a response to American and European music. While ECM has been very well received in Japan, has had an impact. There's been very little, and Japanese musicians have been influenced or have responded, so to speak, to the recordings of ECM. Nevertheless, there's very little contribution by Japanese musicians to ECM, and maybe to talk about, how that has come about. And I think this is a very important question, because ECM very earlier on was very successful in Japan. And yes, and in fact, Mel Waldron's people. I speak him. Yeah. So I say, Mel Waldron's was very much liked in Japan, and our record Free at Last and following records actually have reached many people in Japan. And I was traveling in 1971 already to Japan and had very, very good encounters with musicians and with the people there. And I spoke to Mr. Saito, for instance, and later also to Mr. Kikuchi, who made a recording with Gary Peacock and Paul Motion, with this material that he has written in Tokyo. So I was very much in contact with them, but it was not so easy to invite Japanese musicians to Oslo or to New York, because, I don't know, for reasons of distance or whatever, I could not really walk with them. And honestly speaking, they had fantastic musicians in their own music field, but when they played jazz, very often they were very, very much influenced by American musicians, as we were here and also in Europe. But then later on, they developed some originality. Also, especially Mr. Kikuchi became an extremely important musician also for the New York scene. But I love very much the Japanese culture and going there and listening to music together, like with Keith Jarrett, we did Belonging, we did the Sandberg concerts there, we recorded in Fukuoka, Hiroshima, Sapporo, Tokyo, all the cities. We recorded and we brought out a manifestation of solo music, the Sandberg concerts. And when we went to the Zoo and saw the Sandberg, we knew this is the title for our album. You see, we like Japan a lot. Okay, let me just simply say to thank Manfred and Thomas so much for this very stimulating and enlightening discussion. If I can, one of the things that I will take away always in my encounters with Manfred is that beauty is not a bad word in the construction of complexity. So, despite the fact that there are these oppositions between the aesthetic and the response against aesthetic, that nevertheless, that beauty, there's a politics of beauty in ECM's recording, and if the translation, which of your words are
you know, which is already very beautiful. Kind of carries through in the German. I must, you know, quite tell you that I have to learn German very quickly so I can listen to you in the original. But thank you so much, Manfred. It's been a great privilege. And I think, you know, we continue with concerts next week. We have a series of concerts, you know, two concerts starting next week, Anja Lechner and Christian Reiner. Reiner? On the 26th. And on the 27th, we have Gidon Kramer playing with two other musicians, a trio. And I think we continue till the very end of the exhibition, or past the end of the exhibition. On the last concert on the 11th of February by Jan Gaberek concludes, and in a sense, really brings us back to the beginnings and of ECM. So we've really covered all the different phases of ECM with Avo Pat, Adam's Lament, and the Hercules Zal in October, and you know, through all through Evan Parker, you know, last week, who was a very early, you know, part of ECM's beginning, and I think, you know, we're going to really conclude. Again, from the beginning, so it's a kind of square in the circle and circle in the square, so to speak. So thank you all so much, and again, tickets may still be available for the subsequent week with Charles Lloyd, Stefano Battaglia, and Tomas Stanko. All these concerts will be in February, so do check at the entrance desk to see if there are still tickets available. I think there might be one or two seats, but you know, available. Thank you all again so much, and see you next time.